Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Battlefront 2 mit dem Len 16. Wieso fällst du mir ins Wort? Weil du so langsam warst. Ja. Wir starten einfach ein neues Spiel, würde ich sagen, oder? Oh Menno. Jetzt will ich mal das Ganze ruhig angehen und dann hier... Hier ist nicht ruhig, hier ist Action, hier ist Battlefront. Ah! Genau, richtig. Und es war übrigens auch mal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Darf man nicht vergessen. Star Wars war damals, ja. Ja. Ziemlich cool, wir müssen wieder ein bisschen die Musik überlabern, sonst habe ich gleich wieder einen Treffer. Ja, Battlefront 2. Sie werden... Die haben Angst vor mir, ich weiß schon. Immerhin steht es da auf Deutsch. Bei Der Fall der Alten Republik. Force Unleashed stand es ja nicht auf Deutsch, also bei der Erweiterung. Ja, bei den Erweiterungen. Ja. Ein Schatten legt sich über die Republik. Der Klonkrieg hat die Galaxis entzweit. Die Treue und Entschlossenheit der Bevölkerung wankt. Der oberste Kanzler Palpatine hat eine Elite-Division der Klontruppen, die 501. Legion, zusammengerufen, um der Bedrohung durch die Separatisten ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Ihre unerschütterliche Loyalität dem Kanzler gegenüber und das verzweifelte Verlangen der Republik, den Krieg zu beenden, haben zur Ausführung von Palpatines ultimativen Plan geführt. Auf dem frostigen Planeten Mygeto schließt sich die 501. Jedi-Meister Ki-Adi-Mundi an. Die erste vieler entscheidender Schlachten, die über das Schicksal der Galaxis bestimmen werden, steht bevor. Sehr, sehr langsam, das ist... Ja, also in den Filmen ist es, glaube ich, sogar deutlich schneller. Ja, ja, viel schneller. Viel schneller, da kommt man mit dem Lesen fast nicht hinterher. Ja. Aber hier kommt immerhin der coole Schwenk nach unten, das ist schon mal sehr gut. Das ist doch immer... Ja, überall. Aber trotzdem ist es gut, dass es kommt. Das ist Star Wars. Ja, das ist ja auch gut, dass es Star Wars ist. Und da ist auch schon der Planet. Mygeto, zwischen den Ruinen heißt die Mission. Ja. Sollen wir Mygeto angreifen? Ja, aber davor wollte ich noch lesen, dass wir eine kraftvolle Energiezelle von der Kussfabrik beschaffen werden. Also ich hoffe, dass wir sie beschaffen werden. Ja, angreifen. Tu es, drück drauf. So, und dann sind wir auch schon hier im Ladebildschirm, wo es auch gleich weitergeht. Das war doch kurz vor Order 66. Richtig. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 501. immer öfter auf heiklere Missionen geschickt. Als wir das von Bomben zerstörte Mygeto erreichten, dachte unser Jedi-Commander, wir sollten einen Droiden-Energiekollektor ausschalten. Was Ki-Adi-Mundi nicht wusste, war, dass unsere Einheit der 501. hinter einer experimentellen mygetischen Energiequelle her war, die der Kanzler für seinen Superlaser brauchte. Mundi im Dunkeln zu lassen, war nicht einfach. Der Jedi war dem Kanzler gegenüber zunehmend misstrauisch geworden und war auf der Hut vor dem kleinsten Anzeichen eines Verrats. Aber wie die anderen hatte er keine Ahnung, was wirklich vor sich ging, bis es viel zu spät war. Dam, dam, dam. Ich mag diese dramatischen Enden. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir starten auf jeden Fall mal hier rein. Und... Ich dachte, wir kriegen jetzt gleich Befehle. Ah. Unser Ziel ist ein Energiekollektor im nördlichen Bereich der Plattform. Wenn es uns gelingt, ihn auszuschalten, stehen alle Produktionsanlagen in diesem Gebiet still. Packen wir es an! Der vordere Kommandoposten des Feindes ist auf der anderen Seite dieser Brücke. Wir müssen ihn einnehmen, um vorzurücken. Okay. Da kommen gleich wieder die ersten Gegner, die dich erschießen können. Ja, die können mich erschießen, richtig. Du kannst sie natürlich auch erschießen, wenn du möchtest, aber... Ja, ich versuch's. Ich gebe meinen Opfer. Das ist einer von uns, ja, richtig. Den solltest du möglichst nicht erschießen. Ja, der kam von oben. Ja, ja, ja. Deswegen... Du musst deine Augen überall haben. Ja, nicht alles Gute kommt von oben. Nein, in dem Fall nicht. Mygeto ist auch ein schöner Planet. Ah, ich mag Mygeto, auch wenn er nicht so ganz ein Land ist. Komm ich da wieder raus hier? Mygeto ist cool. Mhm. Auf der alten Sprache der Moon heißt Mygeto übrigens Juwel. Moon, das sind die Bankenclan-Leute. Das war ein guter Granatenwurf. Fast so gut wie meine Granaten. Ja, das ist... Du müsstest mal meine Granaten in Modern Warfare sehen, ey. Wahnsinn. Geile Würfe. Geile Würfe? Ja, geile Würfe. Musst du hier auch bringen. Also, würde ich dir empfehlen. Also, ich würde dann zum Beispiel hier dagegen werfen und mich selber dann killen. Okay. Ach, das meintest du mit geile Würfe. Ich dachte, du bist jetzt wirklich fähig gewesen in Modern Warfare. Ja. Ach so, ja. Okay, verstehe. Mit der Waffe ja, mit den Granaten, ne. Das ist alles eine Frage der Übung. Das ist ja ein Industrieplanet hier übrigens, der auch viele Kristallvorkommen hat. Okay. Das gute Mygeto. Alter, diese Droiden sind so klein, die Köpfe. Du musst ja nicht auf den Kopf schießen. Ich schieße aber gerne auf Köpfe. Tja, das ist das Problem, glaube ich. Aber du bist noch nicht gestorben, das ist immerhin schon gut.
Ich hab absolut gar kein Leben verloren. Hoppala, hallo! Es kam auch noch kein Raketenwerfer-Typ, der dich abgeschossen hat, und die schießen sich ja gegenseitig ab. Ja. Das macht's einfacher. Du musst dich einfach so hinstellen, dass sie in einer Reihe stehen und sich dann gegenseitig die ganze Zeit abschießen. Ja, das war gerade sehr geil. So, ich lass mich ein bisschen nachrüsten. Ich gab hier übrigens auch mal Ureinwohner vor langer Zeit. Okay. Auf dem Planeten, und zwar die Lurmen, die du wieder nicht kennst, weil du die Clone Wars Serie nicht gesehen hast. Richtig. Gut gemacht, Leute. Jetzt müssen wir Platz machen, damit General Mundi landen kann. Schalten Sie die Geschütze aus und räumen Sie das Deck. Das sind diese kleinen schwarz-weißen Viecher, die so ein bisschen aussehen wie Waschbären. Also, man kann, ich sag mal, sie sehen aus wie Waschbären. Die haben wir, glaube ich, auch in der Clone Wars Serie gesehen. In der Clone Wars Serie sowieso, ich meinte im Clone Wars Lego-Spiel. Ich glaube, so kann man die effektiv kaputt machen. Ja. Die zielen aber auf mich. Nein, wirklich. Wie können sie nur? Frechheit. Die Zweitwaffe ist ziemlich heftig. Bevor wir den Energiekollektor angreifen können, müssen wir durch die Schildbarrikade. Geht hinter den Schild und schaltet den Generator aus. Oh, du kannst schon gleich hier die Muni nehmen. Ja. Das ist cool. Das ist übrigens auch ein Padawan von Yoda. Ja, weißt du, wer noch ein Padawan von Yoda war? Ja. Count Dooku. So ist es. So jawohl. Ich weiß auch Sachen über Star Wars. Das ist gut, das ist gut. Wusstest du zum Beispiel, welche Rasse er angehört, der Ki-Adi-Mundi? Nein. Er ist ein Serianer. Serianer hat mit C geschrieben. Serianer? Und das Besondere an dieser Rasse ist, dass er zwei Hirne und zwei Herzen hat. Hohoho. Das ist cool, oder? Er hat auch so einen langen Kopf, weil da zwei Gehirne drin sind. Ah, lol. Und dadurch hat er natürlich dann wieder überdurchschnittliche hohe geistige Fähigkeiten und schnellere Reflexe und sowas halt. Ist der Super Jedi. Ja, und hat auch noch Rückenschmerzen, weil der Kopf so schwer ist. Echt? Ja, ohne Scheiß, das ist wirklich so. Also bei diese Serianer haben echt oft Rückenprobleme. So. Nehmen Sie den Kommandoposten ein. Er wird uns als Aussichtspunkt für die Mission dienen. Sehr guter Frame Freeze. Doch, das sieht cool aus, gell? Ja. Hätte es noch kurz lassen sollen. Oh, aber das kann man ja auch auf YouTube pausieren. Richtig, richtig. Aber es sah cool aus auf jeden Fall. So, das Liebste an den Jedis. Weißt was? Nicht mit einem Schlag kaputt gegangen? Was? Unerhört. Wie können sie nur? Zick. Weißt du, was auch noch cool an den Serianern ist? Oder vielleicht nicht ganz so cool für sie, aber zumindest ein interessanter Fakt. Ist nämlich, du wirst dass es nur mir sicher gleich sagen, richtig. Oder? Und zwar, dass nur jeder 20. Serianer männlich ist. Deswegen kommt wieso ist es schlecht? Naja, das ist halt irgendwie ein bisschen unausgeglichen. Bevor wir den Angriff auf den Energiekollektor der Separatisten starten können, müssen wir ihre Schildbarrikaden überwinden. Also laden und los geht's! Und es ist dann auch so, dass ein Serianer in der Regel bis zu 10 Frauen heiratet, also das ist da ganz normal. Eben. Bei denen. Eben, ist doch nicht schlecht für die Männer. Ja. Ja. Kia, die Mundi kann es jedenfalls nie. Keine Frauen heiraten. Deswegen ist es eigentlich auch schlecht, weil er beim Jedi-Orden ist. Also weil er eigentlich für seine Spezies eigentlich ein sehr wichtiger, als männliche Person sehr wichtig ist, für das Überleben seiner Spezies. Wenn einer mal Jedi wird, das kann er ja verkraften, oder? Ja, es werden wahrscheinlich mehrere Jedis, weil sie eben diese überdurchschnittlichen Fähigkeiten auch haben. Also wäre es wahrscheinlich normalerweise eher logisch, dass die Frauen Jedis werden. Dann können ja auch Frauen Jedis werden, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Deswegen ist es ja wahrscheinlich eher selten, dass er so eine wichtige Person, eine männliche Person dann Jedi wird, naja. Ich liebe die Schwertwürfe und die Schwertwürfe sind super, gell? Ja. Am besten finde ich die Würgenfähigkeit in dem Spiel. Ja, die hat aber Darth Vader, glaube ich, nur, oder? Anakin hat sie, glaube ich, auch. Also echt? Bevor er Darth Vader wird, ja. Echt? Ich glaube schon, ja. Lol. Kann mich aber noch täuschen, das sehen wir aber, glaube ich, noch früh genug. Ja, durchaus. Da kriegen wir auf jeden Fall noch die Gelegenheit zu. Kriegen wir hier Leben? Ja. Ah, nee, du musst Gegner killen. Leute jetzt bei dir draußen? Ja, das Leute bei mir. Nee, das ist Migeto, die haben ja ganz spezielle Glocken. Ah, okay. Ich dachte schon wieder. Nee, im Zweifel läutet bei mir immer die Glocken. Das müsstest du auch mittlerweile wissen. Ja. Du lässt gerne deine Glocken. Jetzt nehmen wir uns den Kern vor. Hallo. Ah, ja, genau, wo ich vorhin noch bei den Lurmen war, da hat der Kern mich wieder unterbrochen. Und zwar sind die Lurmen dann irgendwann ausgewandert, weil sie eben hier verfolgt wurden vom Bankenclan, der auch die Kontrolle über diesen Planeten hat. Ah, okay, also die Separatisten sozusagen. Ja, genau, also der Bankenclan gehört auch. Die, ist auf Seite der Separatisten. Die Naimoidianer. Also das ist nicht der, das ist die Handelsföderation. Verdammt. Bankenclan, das sind glaube ich eher die Moon, glaube ich. Da will ich mal etwas richtig machen und dann mache ich es falsch. Ja, würdest du wieder wissen, wenn du die letzte Staffel von Clone Wars gesehen hast. Ah, ich muss es da kaputt machen. Richtig. Gute Arbeit. Ah. Sammeln Sie jetzt die Kernproben und bringen Sie sie zum Transportschiff auf der anderen Seite der Brücke. Ja. Mach das mal. Die Lurmen sind dann. Die Kristalle zum Transportschiff zurück. Ja. Ja. Die Lurmen sind dann nach Maridurm ausgewandert und da sieht man sie auch in Clone Wars. Ich gehe einfach mal zurück. Oder soll ich noch ein paar schmetzeln hier? Also deine eigenen Leute metzeln ist immer sehr schlau. Was? Du hast gerade jemanden von deinen eigenen umgebracht. Ach, das ist kein. Nein. Scheiße. Das ist so ein Gap. Weißt du, für was GAP steht? Ja.
Nein. Nein, doch nicht. Gepanzerte Angriffspanzer, so. Ah, gepanzerte Angriffspanzer. Genau, weil er gepanzert ist. Ist doppelt gepanzert. Ist, ja, doppelt gepanzert hält besser. Aber ich glaube, da passen nicht so viele Leute rein. Normalerweise besteht da immer... Da sind doch die ganzen Druidenarmeen drin. Ja, aber normalerweise, also im Film ist es so, dass da die Crew aus einem Commander, aus einem Piloten und zwei und zwei Kanonieren besteht. Also insgesamt vier Leute da drin hocken. Hier im Spiel, glaube ich, können nicht vier Leute rein. Das war jetzt blöd. Ja. Die Frontpartie von diesen Dinger ist auch richtig stabil von diesen Panzern. Die können sogar mit durch Häuser durchfahren, damit, wenn sie schnell genug sind. Wieso bin ich schon wieder hier gestartet? Keine Ahnung. Auf der PS2 habe ich das immer gut hingekriegt, am richtigen Punkt zu starten. Wir sind hier nicht auf der PS2. Das ist richtig. Ah, einen Nachteil haben sie auch noch hier im Spiel. Einen Vorteil haben sie hier im Spiel, diese Gaps. Denn normalerweise haben sie nicht diese Zwillingsraketen, die hier im Spiel ziemlich stark sind. Okay. Also in dem Film haben sie die nicht. Und meins. Verdammt. Mainz. Nein. Wir sind hier in München, nicht in Mainz. Ui, da sind aber noch einige, die dich davon abhalten wollen. Wieso kommen die gerade daher, wo unser Spawnpunkt war? Weil es sonst langweilig wäre, weil du sonst keine Herausforderung mehr hättest. Wieso hast du Soundbugs? Ich weiß es nicht, weil das Spiel doof ist. Ich bin froh, dass es überhaupt funktioniert. Mittlerweile. Mittlerweile, ja. Schau, jetzt kommen da wieder eigene Leute. Mhm. Diesmal erschieße ich sie nicht. Nein, das ist durchaus nett von dir. Ja. Gut gemacht, meine Herren. Ihre Arbeit hier hat den Kanzler heute sehr glücklich gemacht. Oh, das hören wir doch gerne. Und wir haben gesiegt. Ha, haben wir doch gut gemacht, oder? Ja. Ja, doch schon. Hast du gut gemacht, du bist ja der spielt gerade. Der Kanzler freut sich immer. Ja, der steht hinter uns und jubelt. Der Erfolg der Mission auf Magito war für die Männer der 501. eine Art Offenbarung. Plötzlich erkannten wir, dass die Jedi getäuscht werden konnten. Und wenn sie getäuscht werden konnten, konnten sie auch getötet werden. So viel können Klone denken? Ja, die können schon denken. Blöd sind sie nicht. Sie altern zwar doppelt so schnell, aber blöd sind sie trotzdem nicht. Aber sie verweigern doch überhaupt keinen Befehl. Nee, gar nicht. Nun gut, ich würde sagen, wir drücken einfach mal fertig, oder? Fertig? Fertig. Sind wir fertig? Dann drücken wir mal fertig. Haben wir gesehen, wer der Beste war? Nee, wir speichern aber auf jeden Fall mal. Speichern? Speichern, ja. Wir stellen einen neuen Spielstand. Nennen wir ihn einfach mal 1. Nö. Auch gut. Die nächste Mission wird auf Coruscant auf jeden Fall sein. Oh ja. Weil Palpatines Entführung ist für die 501. die ideale Gelegenheit für ein Raumkampftraining. Und das werden wir auch nutzen, diese Gelegenheit. Allerdings, ja, werden wir sie gleich nutzen.